Hallihallo und ein herzliches Willkommen, ihr Lieben da draußen, hier bei den Farmworkers in Elm Creek. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir wieder ein bisschen bei der Arbeit zuschaut. Wir haben ja das ganze Feld jetzt einmal gedüngt. Achso, wir können mal gucken, wie jetzt die Düngerstufe ist. So, jetzt sieht es ja schon mal ganz gut aus. Ertragsbonus plus 60%. 50% gedüngt. Gut. Jetzt ist für mich die Frage, wir probieren jetzt mal, ob das jetzt Sinn macht, vielleicht mit Herbiziden hier drüber zu gehen. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Jetzt hier im LS22. Wenn es der LS19 wäre, wüsste ich es halt, aber ja. LS22 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, okay. Ich habe halt wirklich wenig Zeit gehabt bis jetzt, mich wirklich mal richtig Singleplayer-technisch damit zu befassen. Das merkt man schon sehr. Aber die letzten Wochen jetzt, die waren einfach absolut krass auf Arbeit. Also wirklich. So, das gucken wir mal, wie das ist. Die Frage ist sowieso... Wo habe ich denn die Spritze? Ach, hier habe ich die Spritze. Sehr gut. Komme ich da rein? Etwas schwieriger. Rausfahren. So, dann hauen wir uns mal die Spritze ran. Wie gesagt, ich bin jetzt wirklich nicht ganz sicher, ob das Sinn macht, ob das überhaupt funktioniert, und probieren es mal aus. So. PS des Todes. Keine Ahnung warum. Also auf Ehrengrad habe ich 60. So. Da haben die Rödelstabs jetzt den Händler übernommen. Das ist natürlich richtig krass. Jetzt sollen wir mal probieren, ob das überhaupt funktioniert. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Okay. Komm, hoch, 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 hoch. Yeah, yeah, yeah. So, jetzt wollen wir mal gucken. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So. Ab geht's. Oh, das synchronisiert aber extrem noch. Das synchronisiert aber richtig extrem noch. Ach ja. Ihr könnt ja in den Kommentaren schon mal raten, um was es dort eigentlich so ein bisschen geht. Ja, Tyler? Ja, Alex nochmal, hallo. Moin, hast du es gelesen? Was denn? Na, das... Hast du es nicht gelesen in WhatsApp-Form? Nö, hab ich nicht. Das ist ein Kunde. Wieso, was denn? Warum liest denn du... Das sind wichtige Sachen, die da drin stehen. Müssen wir mal lesen. Was denn? Ja, die Rödelstabs haben mit dem Land- und Maschinenhändler getauscht.
Also heißt, Rödelstabs sind jetzt Land- und Maschinenhändler. Und der Herr von de Pratz nicht mehr. Der übernimmt den Hof von den Rödelstabs. Er schafft es nicht mehr, hat er gesagt. Herzmäßig hält er das nicht mehr aus. Ah ja. Mhm, okay. Ja, Rödelstab. Puh, ja, meinetwegen. Naja. Okay, ja gut. Bei mir war keiner, also... Nee, Gott's Farm habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gelesen. Ja, mach mal auf. Nee, lass mal lieber. Die Nachricht reicht schon. Das geht mir gerade eiskalt über den Rücken. Ich glaube, ich muss da auch wegziehen. Ach nee, ja, geht schon. Lass die mal machen. Solange die mir jetzt nicht, ich habe ja Dünger bestellt, und solange die mir jetzt nicht 31 Paletten Dünger bestellen, dann ist alles gut. Dünger? Warum? Ich habe dir doch gerade gesagt, wenn du düngern musst, nimmst du meinen und ich nehme einfach deinen. Ja, aber es ist doch gut, wenn ich auch noch was habe. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz ran. Ja? Yo! Hallo! Hallo! Deine 111 Big Bags sind da. Oh, sehr gut. Ich wollte ja eigentlich 5296. Fuck, du musst schon ein bisschen bestellen. Ja, nee, alles gut. Hol ich dann, ne? Ja, die sind zum Abholen bereit. Das ist sehr schön von euch. Habt ihr gut gemacht. Was sollte man nochmal machen? Nix. Du bekommst sie auch ohne Marge. Es sei denn, du willst sie geliefert haben, dann kostet 3000. Ja. Nee, ich hol die schon selber. Alles gut. Alles klar, ich stehe da. Jo, ich danke euch. Oh rein. Jo, ciao. Das ging aber schnell, du. Leck mich fett. Wie viele haben sie jetzt bestellt? 112? Ja, ich hoffe es nicht. Ich musste gerade so ein bisschen lachen. Ich habe 2 Stück habe ich bestellt. Ja. Einfach mal auf Vorrat, weißt du? Es ist immer gut, wenn du mal sowas dastehen hast, auf Vorrat. Hm. Weißt du? Ist doch nicht schlimm. Nein. Frisst ja kein... Weißt du? Ich hab alles im Multilager drin. Ja. Ja, hab ich nicht. Ach so, hast du gar nicht? Nee, ich hab kein Multi. Ach so. Ja, sonst hätte ich mir das da reinkippen lassen. Ja, ja. Ja, pass auf. 112, die haben ja wohl eine Macke oder was. Ich würde dir ganz gerne erstmal ein bisschen Geld überweisen. Oh, das klingt immer gut. Die erste Rate. Jo, wie viel ist das? Ja, wenn ich darf vor allem. Das hat mir gefallen jetzt, wenn ich darf. Echt? Hm. Gut, da. Oh, sehr schön, danke. Passt, ja? Ja. Gut, das ist die erste Rate, ne? Ja, alles gut. Ja gut, wir hatten ja eigentlich 100 oder 50.000 ausgemacht, da können wir jetzt mit der zweiten auch noch ein bisschen warten. Ja. Gebe ich doch ein bisschen. Du, das müssen wir jetzt auch. Jetzt, ist klar. Habe ich die Ausgangsposition wieder geschaffen, die ich vorher hatte. Ja, hier, sag mal, wie ist denn das mit den Pferden? Wo stehen die bei dir? Hinten bei der Wiese, bei mir? Ja, die da hinten. Die gleich bei mir ist, ne? Ja, da hinten, ne? Die gleich bei mir ist, ne? Ja, da über das andere Feld von den Rödelstab oder genau. Vom Mache ich dir dann mit. Okay, dann brauche ich nämlich da nicht runter. Kannst du auch mal zufälligerweise mal gucken, was die Felder da neben dran brauchen noch? Wenn ich das sehe, kann ich es machen, ja. Ja. Gut. Aber weiß ich nicht, ob ich das sehe. Ach so. Ja. Andere Frage, du hast ja noch den anderen Fan, ne? Welchen? Den 900er, ne? Den Black Beauty? Ja, wie bist du damit zufrieden? Sehr zufrieden, mit dem fahre ich gerade. Vergleichbar mit dem 1050 oder? Ja, definitiv. Costa Quanta? Was der kostet? Ja. Oh, keine Ahnung. Wüsste ich nicht. Hast du keinen Katalog? Ja, doch, ich fahre aber gerade. Ja, warte mal. Ich zwar eigentlich auch, aber. Aber wie viele Betriebsstunden hast du darunter? Warte mal kurz. Black Beauty. Achso, das ist ja Großtraktor, ne? Oh, ich habe 2 Großtraktoren, geil. $280.000 kostet der. 280.000 Dollar, aber in der geringsten Ausführung, ne? Ja, und in der besten? In der besten? Warte mal, Motorausführung kostet er 339.000.
Hast aber bloß Standardreifen drauf. Kein GPS und nichts weiter. GPS brauche ich nicht. Ja, nee, brauche ich auch nicht, aber ich sag's bloß. Ja. Wenn das große Feld geerntet wird. Ja. Mit meinem Mais. Ja. Dann würde ich dich ganz gerne mal gebrauchen. Ja, haben wir doch gesagt, dass ich mitmache. Zum Abfahren, ne? Ja, ja, haben wir doch gesagt. Achso, haben wir schon gesagt. Ja, ja, nicht klar. Haben wir doch ausgemacht. Wir haben doch ausgemacht, dass ich es mitbestelle. Ja, das, ja, wir haben ja die beiden Maschinen. Die beiden Seemaschinen, ja. Na gut, hast du zwei Stück oder was? Nee. Was, Seemaschinen? Ja. Nee, ich habe eine. Ich habe nur eine kleine, ne? Ja, ich habe ja die von... keine Ahnung. Nee, ich habe nur eine kleine, die ich direkt hinten ranhänge. Also die hat auch nicht viel Breite. Naja, ne? Ich habe die zum Ausklappen, die... Ja, kann man sich ja mieten, das wäre jetzt nicht das Problem. Genau. Ja, also... Da mieten wir uns halt dann immer deine und mieten uns die, ja, die Dings noch. Oder du machst mit deiner kleinen erstmal dieses Zwischenstück, wo Gras drauf kommt. Kann ich auch machen, ist kein Ding. Aber das muss ja anschließend erstmal alles gemulcht werden, dann geflücht. Ja. Kalkt. Ja. Also Mulchen, da habe ich so ein Dings hier, warte mal, das heißt... Boah, ich finde, das ist eine ganz neue Sache. Warte mal kurz... Hä? Warte mal. Hä, wo hab ich das? Ach, hier, Mulcher. Da habe ich dieses Dalbo Maxi Cut. Das hat 3 Walzen. Ja. Und damit kannst du halt richtig volle Kanne durchziehen, ne? Übers ganze Feld. Wie heißt das? Das ist Dalbo? Unter Mulcher. Ja, Maxi Cut heißt das Ding. Dalbo, und Walze. Ja. Ja, ja. Und 1230 HD. Ja, warte, nee. Unter Mulcher musst du gucken. Achso, ja, ich hab keinen Mulcher. So, MaxiCut 600 ist das. Dalbo. Und mit dem Ding kannst du ja volle Bulle drüber wegfahren übers Feld. Also da bist du schnell drüber. Hat zwar jetzt vielleicht nicht ganz so die Breite, aber bist halt schnell. Ja, also ich hab eine Walze. Ja, das nützt ja nichts. Nee, aber da, Mulcher habe ich eben da. Das wäre kein Ding. Du könntest ja zum Beispiel, ich könnte mulchen und du könntest hinterher fahren und grubbern oder irgendwie sowas. Weißt du? Ja. Ja, so irgendwie so wird es dann auch so laufen. Ja. Ja, also kein Ding, können wir doch machen. Ja, sehr gut. Dann müssen wir nämlich auch nochmal eben ausloten, wo dann ungefähr die Mitte ist. Könnten wir per GPS machen, also per, sag's mal, per Tablet vielleicht. Ja. Dass du dann dorthin läufst, weißt du? Und ich sehe das ja dann auf dem Tablet ungefähr, oder andersrum. Ja, halt. Ja, genau, das ist gut. Und dann gerade hoch und fertig. Ja, ja, genau. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also das wäre ja kein Ding. Aber das dauert ja sowieso noch ein bisschen, ne, bis du hier das... Im Oktober können wir... Naja, gut, aber das dauert ja noch. Ja. Weiß nicht ich mehr? Eben nicht. Ja, das dauert schon noch ein Stück. Weiß ich nicht, wir sind jetzt im September. Hä, warum hängt der das nicht an? Wir sind jetzt hier. Also der zeigt mir an, ich muss hier walzen. Aber der walzt nicht. Benötigt Kalk, sagt er mir dann. Okay, ich pack die Walze wieder weg. Scheint wohl nicht erforderlich zu sein. Tja, keine Ahnung, ja. Ja, Walzen. Ich hab gar keine Walze da. Ja, ich hab eine. Auch ein gutes Ding. Auch eine Dalbo. Ja, die sind gut. Die sind wirklich gut. Ja. Gut, dann hast du auf jeden Fall erstmal ein Stück Kohle gekriegt. Ja, das ist cool. Ja, nicht, dass du sagst, ich gebe dir die Kohle nicht wieder oder so, ne? Nee, alles gut. Was hast du mir geliehen? 400, ne? 450. 450, na gut, dann hast du jetzt auf jeden Fall schon mal einen ganz großen Teil wieder gekriegt. Mhm. Genau. Bin ich auch erstaunt, dass das so schnell jetzt ging auf einmal. Ja, ich auch.
Aber ich bin ja ein ehrlicher Bürger. Seit wann? Mir schon immer. Achso. Ich bin nichts mit Kriminello. Nee? Nee, nein, nein, nein. Alle Maschinen, die ich habe, sind bezahlt. Brauchst du noch Hilfe bei irgendwas? Nö, eigentlich nicht unbedingt. Okay, gut, dann lege ich jetzt auf, dann gehe ich jetzt hier auf den Hof reiten. Jo, ich gehe mal schnell zu den Rödelstabs. Ach so. Ja, mach das. Ja, meine Palette abholen. Ja. Alles klar. Gut. Alles klar. Hau rein. Ciao. Jo, ciao. Groschi, das ist natürlich schade, wenn du runtergeflogen bist. So. Nicht ganz unendlich, das ist schon komisch hier. Ey, moin! Hallo, moin, wer ist da? Ich bin der Boxershot und die redet nicht mit jedem. Ja, und mit deinem besten Freund, oder? Hier, sag mal, könntet ihr mir die zwei Balletten aufladen oder okay. Geht es schwierig? Hallo, Taylor! Oh. Moin! Sehr, sehr hell, ne? Hier, ja. Ja, jetzt kommt doch mal ein bisschen Leben hier in die Bude. Was machst du eigentlich da? Ja, will ich mehr weiter. Ja, hier ist nichts eigentlich. Bitte. Hast du gesoffen oder was? Na, komischer Mensch. Ach, Klaus lädt das schon auf, krass. Ja, was denkst du denn? Naja, man weiß ja nicht. Ja, hier, Mensch, das geht ja hier. Hey, dann kannst du ein bisschen vorfahren. Ja, warte, ich komme. Warum könntet ihr so schnell rennen, ey? Sehr schön, ich danke euch ganz sehr. Dein Ding macht 50.000. Jo, Herzen. Tschüss mit Ciao, macht's gut. Da, ihr Lieben, das ging ja richtig gut. Also da bin ich jetzt, muss ich sagen, sehr schön. So, na gut, dann würde ich sagen, fahren wir das schnell mal zurück an den Hof. Auch noch ein Bild. So, okay. Groschi, du kannst einfach hochkommen. Alles gut. Oder wartest jetzt noch 2 Minuten oder 1 Minute, dann bin ich ja aus der Folge raus. Aber ist ja Mini-RP, kannst du einfach hochkommen. So, gut. Aber es fängt hier wieder jetzt ein bisschen an zu lecken, ne? Also. Ich gehe wirklich davon aus, das ist einfach dem Server geschuldet. So. Jetzt kommt meine absolute Hassdisziplin. Das ist was, was ich noch nie gekonnt habe. So, okay, sehr schön. Hier rein.
Das ist ein bisschen gerade. So. Gut, und den nächsten, den hole ich jetzt noch offscreen, ihr Lieben, denn wir sind schon wieder durch. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch und ja, deswegen sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.